meine Lieben. Ja, ich drehe Oracles de Sole für Singles Leute. Ja? Mache ich 3 Stapel. Und dann beginnen wir, ja? Mache ich zuerst das hier. Nur für Leute, die Single sind, ja? Oh, die sind so schwierig zum Mischen, weißt du? Sind so groß, diese Karten. Schön Karten, aber groß. Kleine Hände. Komm mit, Anissa. Kleine Hände. Irgendwie geht's. Ne? Geht's. So. Also, Orakel ist durch Sola. Ich bin Single. Allein. Ne? Genau. Was ist bei dir los hier? Ich lache wegen dieser Eifersucht-Geschichte. Video, sorry. Ist durch den Kopf gegangen. Falls ich Zeit habe, werde ich euch dann erzählen. Ihr werdet auch so lachen wie ich, ne? Es ist lustig. Ja, was Eifersucht mit jemandem macht. Ach, meine Lieben. Es ist sehr wichtig, auf dieser Erde hier, vor Ort, ein guter Mensch zu sein. Ja, das ist wirklich so. Erreicht man vieles, 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 ja? Wenn man ein guter Mensch ist. Ja? Dann hast du Pluspunkt oben, ja? Dann hast du Pluspunkt. So. Estou sola, ich bin alleine für Singles, ja? So. Mhm. Was ist bei dir los? Ich höre immer, ah, komm mit dann los, ich bin immer allein. Ah. Ja. Manchmal liegt es an einem, hä, dass man allein ist. Also die Menschen weiß auch nicht, aber die meisten, die wissen nicht, was sie wollen. Und dann weinen sie, wenn sie die ganze Leben allein sind. Man muss auch wissen, was man möchte. Ja? Ich meine, mein Gott, wir sind 2019. Ja? Man hat so viele Möglichkeiten. Ja? Jeder soll sein Liebesleben, sein Sexualleben so leben, wie man möchte. Aber weißt du, wenn man durcheinander ist, ja? Wer die Wahl hat, hat die Qual, ne? Da muss man sich nicht wundern, dass man durcheinander ist und nicht offen ist für etwas Neues, ja? Etwas Verbindliches, etwas Ernstes, ja? Für eine richtige, treue Partnerschaft. Mann wie Frau, ne? Und wenn man wirklich sein Leben genießen möchte, dann darf man das. Kein Tabuthema heutzutage, ja? Jeder soll so genießen, wie er will. Aber man muss auch, wenn man diese Phase da hat, ne? Und man wirklich etwas Ernstes will, dann muss man auch an sie dran arbeiten, sie nicht immer anderen die Schulden schieben. Ne? Das ist einfach, an anderen die Schuld schieben. Wisst ihr, was ich meine? Meine Meinung, ja? Man muss bereit sein für die Liebe. Hm?
sage immer, man muss auf dem Punkt sein für die Liebe. Ja? Manchmal, man gräbt sein eigenes Grab. Ja, das ist so. Was ist noch bei dir zu, was ist noch bei dir zu heilen, ja, in der Liebe? Dass du bereit bist für eine Beziehung, ja? Oh, die wollte raus. Oh, ja. Okay. Gerade gekommen, ja. Damit Lenomo. Hoppla! Ui! Dankeschön. So, Stapel Nummer 1, ja, Single. Erkenne die Verzweiflung als Möglichkeit. In ihr findest du das Geschenk des Erwachens. Gebrochenes Herz. Auf Wolken schweben, das bringst du positiv, wenn du in einer Bindung bist. Und es kommt Glück, Stabilität in der Liebe, wenn du hier dann arbeitest. Du hast gebrochenes Herz, meine Liebe. Du musst zuerst in Heilung gehen, dein Herz wieder öffnen, ja? Damit du wieder lieben kannst. Das ist dein Problem als Single Ladies oder Single Mann. Erkenne die Verzweiflung als Möglichkeit. Es muss es so kommen, dass du dein gebrochenes, damit du weitergehen, damit dein Glück finden kannst. In ihr findest du das Geschenk des Erwachens. Du musst diesen Prozess durchgehen. Da ist der Wurm drin. Ha! Egal, wenn du kennenlernst, irgendwas ist immer. Entweder ist er vergeben, nicht hübsch oder intelligent genug. Ein mieser Charakter oder einfach ein Vollidiot. Es ist wie verhext. Du siehst immer nur die sogenannten Pflegefälle an. Oder eben die Vergebenen, die eh nur eine Affäre möchten. Diese Tatsache belastet dich zu Recht auf tiefer Seelenebene, dieses gebrochenes Herz. Doch wisse, dass was wir in außen anziehen, hat immer auf irgendeine Art und Weise etwas mit uns selbst zu tun. Was spiegelst du deinen Mitmenschen? Warum fühlen sich solche Personen von dir wie magisch angezogen? Deine Aufgabe ist, meine Liebe, das jetzt herauszufinden. Du musst dadurch, damit Stabilität und wieder Glück in der Liebe kommt. Ja? Arbeit an dir. Alles ist nicht sinnlos. Ja? Wow. Okay, Stapel Nummer 2, der Tempel deiner Wahrheit, betritt ihn und beginne deine eigene Wahrheit hoch zu achten. Orakel Stoisola, Unabhängigkeit und Schurke, ist ein bisschen zum Gunst, zum Profit hier, ja. Das muss an dir dran arbeiten. Unabhängigkeit kann auch ein Problem sein, du verschreckst die Männer so. Es wird viel diskutiert über dich, über dein Liebesleben. Ja? Viel Diskussionen. Und das betrifft deine Vitalität, ja? Dein Gemüt. Dann arbeiten, sei wahrhaft zu dir selbst. Der Traumprinz. Dich erwartet ein höchst romantisches Date mit einem äußerst attraktiven Mann. Er besitzt eine gewisse Reife und faszinierende Ausstrahlung. Er wird dir in den Abend-Nachtstunden begegnen. Es kann aber auch sein, dass du ihn bereits aus der Vergangenheit kennst. Der Bär, ja? Seelenpartner. Und er dich um ein Treffen bittet. So oder so ist eure Begegnung sehr vielversprechend und von Erfolg gekrönt.
Du wirst im wahrsten Sinne des Wortes nach den Sternen greifen können, denn er ist der Mann, den du immer erträumt hast. Je nachdem, wann du diese Karte ziehst, findet die Begegnung entweder im Frühling oder innerhalb eines halben Jahres statt. Zeitfaktor, sehr wichtig bei dir, wenn du hier dann arbeitest an dir und wahrhaft zu dir selbst bist, ja? Stapel Nummer 3, was hast du hier? Beschütze, was du liebst. Dies ist deine Verantwortung und deine Pflicht. Was bringst du? Erwartungen, zu hohe Erwartungen hier. Komm doch her, das ist das, was du bringst. Wow. Ein Seelenpartner wartet auf dich. Ja? Mit diese Intuition, ja? Du hast schon diese... Du riechst schon. Weißt du, was ich meine? Wissen ist Macht. Die Antwort auf deine Fragen findest du dann, wenn du dich mit dem Thema die Karma-Arbeit im Resonanzgesetz, die Macht der Worte, positive Gedankenskraft, Wunschvorstellung des Universums, Spiritualität an sich beschäftigst. Die universellen Gesetze des Lebens, der Liebe und eines erfüllten Lebens sind einfach zu erreichen, zu erlernen, als du denkst. Es bedarf nur der Absichtsbekundung deinerseits, jetzt etwas zu ändern. Zu ändern, hier, da. Erwartungen. Jetzt etwas zu ändern. Nur ein kleiner Schritt in die Handlung, in die Aktivität und das Leben. Und die Liebe sagt wieder Ja zu dir. Und bei deinen Wünschen und Träumen, tu es. Was hast du zu verlieren? Ja? Sehr wichtige Botschaft hier. Erwartungen sind zu hoch. Es kommt eine Seelenpartner kommt auf dich zu. Diese tiefe Liebe, diese tiefe Emotion wirst du erleben mit jemandem. Ja? Kann auch älter sein als du. Ja? Meine Liebe, die Augen auf. Ja? Manchmal verpasst man etwas. Weil die Erwartungen nicht, weißt du, was ich meine? Nee, zuerst kennenlernen, darauf eingehen und dann weiß man ja oder nein. Ja? So, wenn man nicht hier dabei ist, dann mache ich Bonusbotschaften für euch. 3 Karten, ja? Kannst du auswählen. Karte 1. Karte 2, die ist ja gesprungen. Die Energie, ja? Oh, dankeschön, Karte 2. So, jetzt Karte 1, was ist bei dir in der Liebe? Liebe, wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen? Wow! Karte Nummer 2, nur die Liebe wird dich befreien. Lass all das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann, Mensch! Karte Nummer 3, Manifestation. Deine Träume werden in Erfüllung gehen in der Liebe. Wow, das sind ja positive Botschaften hier. Ja, meine Lieben, das war Orakel ist euch Solle. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig in eure Situation und Problematik in der Liebe helfen. Ja? Bis zum nächsten Mal. Eure Kometa los. Bye.